Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, an diesem extrem heißen Tag, habe ich eine vielleicht ziemlich coole Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der aktuellen Pinkbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, geiles Intro. Sorry, aber auch bei mir ist es so, dass die Hitze tatsächlich mein Hirn so langsam weich kocht. Das ist echt der Wahnsinn. Ich war heute Morgen ganz normal oder heute ganz normal im Büro bis 4:30, dann eben nach Hause. Ich bin direkt unter die Dusche gesprungen und habe mich mal abgeduscht, weil, ja, es war echt, also unfassbar. Es ist irgendwie, es ist schön, dass Sommer ist. Ich beschwere mich auch nicht. Ich finde das auch eigentlich richtig, richtig geil. Es ist aber ziemlich schwer, sich dabei zu konzentrieren. Und ich finde, die Menschen werden ganz schön merkwürdig. So, die Pinkbox ist eine Beautybox, die monatlich erscheint. Und hier habe ich gleich die August-Ausgabe für euch. Genau, im Abo bekommt man die. Die kann man entweder so flexibel, ne, dass man jeden Monat kündigen kann oder halt im Jahresabo. Und dann zahlt man pro Box um die 15 Euro. Und ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank. Und deswegen kann ich auch eine Box in diesem Video an einen von euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut einfach gerne mal vorbei. Ich zeige euch jetzt zuallererst mal so den ersten Blick in den Karton. Ja, ich habe tatsächlich immer so einen Flyer mit dabei, weil es halt eine Kooperation. Und hier steht dann auch drauf: Liebe Claudia, passend zum Sommer widmet sich die neue Ausgabe der Pinkbox mit dem Thema Tutti Frutti. Ach schön, Tutti Frutti. Da bin ich echt gespannt. In der Box wirst du deshalb verschiedene Obstsorten in Form von Produkten vorfinden. Kannst du erraten, um welche Sorten es sich handeln? Um welche Sorten es sich handeln wird? Oder es sich handelt. Na egal. Viel Spaß beim Auspacken. XOXO Maria vom Pinkbox-Team. Ihr war wahrscheinlich auch ein bisschen warm, als ihr die Karte geschrieben hat. Überhaupt kein Problem. Ja. Okay, kann ich erraten, was sich daran verbirgt? Also Marken oder Firmen, die eine Tutti Frutti-Reihe oder eine Fruchtreihe rausgebracht haben. Da denke ich an Too Faced, aber ich glaube nicht, denn in der Pinkbox hast du hauptsächlich so Drogerieprodukte. Vielleicht etwas von Revolution, weil Revolution hat ja auch so eine Obstreihe, sage ich mal, weil das ist ja auch Drogerie. Ansonsten, was könnte denn da noch drin sein? Haben andere Marken auch so Obstreihen rausgebracht? Vielleicht aber auch, wenn es um Pflege geht, sowas von Bilou, die hat ja extrem krass duftende Duschschäume oder ich kann nicht reden. Es tut mir wirklich leid, dass dieses Unboxing vielleicht ein bisschen merkwürdig wird. Handprodukte und so. Aber ja, da muss die Pinkbox uns jetzt einfach mal überraschen. Das ist jetzt das klassische Design. Genau, manchmal gibt es Special Designs. Das ist jetzt klassisch. Hier haben wir zum einen so ein kleines Gutscheinheftchen. Da sind so Gutscheincodes drin, die man verwenden kann. Und dann haben wir das aktuelle Barbara-Magazin. Das kostet normalerweise 4,50 Euro und wird deswegen auch von mir mit berücksichtigt. Ja, Barbara August, September, also auch die aktuelle Ausgabe, finde ich ganz cool. Barbara Box und Pinkbox gehören ja auch zusammen. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass hier das Magazin drin ist. Ich liebe den Duft von Druckerschwärze. Also würde es ein Ode Druckerschwärze geben, würde ich mir das vielleicht sogar kaufen. Ich weiß nicht, ich bin da sehr freaky. Oder so Raumduft Druckerschwärze. Läuft, okay. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal durchschauen. Aber nicht jetzt, denn jetzt möchte ich mit euch zusammen in die Box schauen. So, denn ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Hier steht im Deckel drin, du bist schön. Das finde ich bei der Pinkbox immer super charmant. Also das mag ich gerne, steht ja jedes Mal im Deckel drin. Dann haben wir hier einmal den ersten Blick in die Box. Da sehen wir hier das Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist und mit einem Seidenschleifchen. Und ich rieche zuallererst an der Box, weil wenn es nach Tutti Frutti, dann riecht es vielleicht nach Tutti Frutti. Nee, das riecht nur nach Krüsselpapier. Gut, dann machen wir das Schleifchen einmal auf. Oh. Seidenpapier zerrissen. Dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da gucken wir auch nachher mal rein. Und dann haben wir hier den ersten Blick in die Box. Und das fängt schon mal richtig cool an mit Karten. Oh, sowas mag ich. Die nehme ich gerne als Verlosungskarten. Also, dass wenn ich Verlosungspakete packe, die dann von mir aus verschickt werden, dass ich dann auch ein paar Zeilen hier drauf schreibe und dann, ne? Dann habt ihr solche schönen Karten. Das ist einmal You are one in a melon. Das finde ich ja super witzig. Kann man sich auch gut vorstellen, dass man die Karten dann so in, wie heißt das?
in Bilderrahmen packt und dann so quasi aufhängt. Das ist auch schön. Ein Peeling-Gut. Ich mag diesen Humor. Sei wie eine Ananas. Steh aufrecht, trage eine Krone und sei innen ganz süß. Süß, oder? Das ist eine tolle Karte. Also die drei Karten, die passen einfach vom Design her auch voll gut zusammen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ne? So in einem Dreierbundle aufgehangen oder halt bei mir in dem Fall als Verlosungskarten. Ich sehe ja auch schon was neben mir, aber ich möchte mir erst das Vorwort durchlesen, was sich die Pink Box dabei gedacht hat, als die Box gepackt wurde. Hallo Pink Lady, du fragst dich, woran wir gedacht haben, als wir die Pink Box Tutti Frutti kreiert haben? An bunte Früchtchen, knallige Farben, leckere Aromen und fruchtige Düfte. Klingt gut? Dann teste dich durch unsere Beauty Highlights und entdecke neue Lieblinge. Ja, übrigens, die Pink Box Tutti Frutti ist die 100. Edition, die wir verschicken. Stößchen! Cool, herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren, dein Pinkbox-Team. Auf Seite 8 und 9 findest du ein Rezept für eine fruchtig-süße Nice Cream. Lecker. Cool, denn du hast in diesem Magazin nicht nur Produkte drin stehen, sondern halt auch so ein bisschen Informationen und so weiter und so fort. Was ist hier gratis? Hyper Real Glow Palette. Wo? Bei MAC Cosmetics bekommst du was gratis mit dabei. Ach guck, MAC schenkt dir beim nächsten Einkauf ab 50 Euro auf www.maccosmetics.de eine Hyper Real Glow Palette in Shimmy Peach? Aha, MAC Goes Pink, okay. Das ist ja nett, ne? Ich weiß nicht genau, was es dann für eine Palette sein soll, aber cool. Ich habe noch nie was bei MAC direkt bestellt. Sollte ich vielleicht mal machen. Ich gucke mir die Palette mal an, aber ich gucke mir zuallererst die Produkte an und hier nehme ich das Produkt raus, wo ich echt schon vermutet habe, dass es drin ist, aber das finde ich cool. Ein cremiger Duschschaum von Bilou Lovely Peach. Mhm. Pfirsich mag ich ja ganz gerne und das sieht auch schon mal sehr, sehr ansprechend aus. Also nicht jeder mag diesen enorm fruchtigen Duft oder künstlichen süßen Duft, den die Bilou-Produkte haben. Ich mag es eigentlich wohl, ne? Es ist ganz cool. Ja, es riecht hier schon sehr, sehr peachig raus. Eher fruchtig als süß. Also ich denke, das kann eine gute Erfrischung jetzt im Sommer sein. Deswegen, oh, süß gemacht, ne? Ich finde die immer ganz, ganz hübsch, die Produkte. Cool. Ich glaube, die Karten waren das erste Produkt und das war jetzt das zweite. Und dann habe ich hier von Evo Visage ein Vitaminspray. Also das passt auf jeden Fall zum Thema. Ich glaube, das ist wie so ein Gesichtsserum. Das hatte ich nämlich schon mal. Genau, L-Ascorbinsäure und die Vitamine A und E binden freie Radikale in den oberen Hautschichten, wirken effektiv einer frühzeitigen Hautalterung entgegen. Nach der morgendlichen Gesichtsreinigung 1 bis 2 Pumpstöße des Serums auf die Fingerspitzen geben, sanft auf der Gesichtshaut verteilen und einklopfen, nicht verreiben, bis es ganz von der Haut aufgenommen ist. Also das ist halt wirklich so ein, ja, A und E, also irgendwie so ein Serum fürs Gesicht, was man dann morgens auftragen soll. Das finde ich auch interessant. Ja, und das ist halt Anti-Aging, ne? Praktisch, praktisch. Und Evo Visage ist ziemlich teuer. Also ich würde fast schon vermuten, dass wir mit diesem Produkt schon die komplette Box raus haben. Weil wenn man bedenkt, dass man 15 Euro dafür bezahlt, voll krass. Okay, jetzt habe ich hier etwas, was ich letztens erst aussortiert habe. Hey, das ist ein Highlighter and Eyeshadow von Bella Pierre Cosmetics. Das ist dieser hier. Den habe ich tatsächlich als Highlighter bei mir verwendet gehabt, war mir aber tatsächlich ein bisschen zu glitzerig für einen Highlighter in der Farbe Champagne. Also der hat eine schöne Pigmentierung, der ist wirklich auch hübsch, ne? Also ich denke, dass jeder, der ihn auch in der Box hat, sich theoretisch drüber freuen wird. Ich hatte ihn tatsächlich schon in einem Adventskalender letztes Jahr drin gehabt und habe ihn dann leider jetzt letztens in meiner Schminksammlungs-Deklatter-Geschichte hier oben aussortiert. Schade, ja. Aber, ne? Ist eine hochpreisige Marke. Ich glaube auch, das ist... Also ich glaube, die Box ist ziemlich teuer. Die, also hochwertig dieses Mal. Krass, krass. Und dann haben wir von Be Natural 100% Natural Beeswax Lip Balm Key Lime. Mhm. Also mit Bienenwachs und Limette. Das ist ja schon passend, ne? Das ist toll. Und dieses Be Natural, weiß ich, dass ziemlich viele auch auf diesen Lippenbalsam stehen. Das ist ja Lippenbalsam, ne? Von Be Natural. Und du hast da 100% natürlichen Bienenwachs drin. Und Bienenwachs ist sowieso eine sehr, sehr pflegende Geschichte. Auch so ein bisschen antiseptisch, glaube ich, ne? Bienenwachs ist so ein... Oder Bienenwachs und Bienenhonig und Bienenkram. Das ist so ein Allheilmittel auch für die Menschen. Das ist ziemlich interessant. Deswegen ist auch in vielen Sachen so Propolis drin oder was man nicht alles so liest. Ne? Manuka-Honig ist ja auch total gehypt und so. Und hier hast du halt Bienenwachs mit drin. Das finde ich nett. Doch. Auf jeden Fall. Das finde ich cool. Hatte ich auch schon das ein oder andere Mal da, aber selber ausprobiert habe ich den noch nie. Deswegen
wird's mal Zeit. So, dann haben wir hier, oh ne, nehme ich erst das hier. Das ist von Trended Up Fruit Sip Lip Oil. Das ist ein Lippenöl. Wusste ich gar nicht, dass Trended Up so welche Produkte hat. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Pipette, ne? Das kannst du halt nicht so hinstellen, wenn, dann müsste man das hier so auf die Kappe stellen. Aber ich glaube, so ein Produkt packst du dir vornehmlich einfach mal in die Handtasche. Und da sind doch irgendwie so, ich weiß nicht, ist das im Produkt selber wirklich drin, so Samen? Was ist das? Sind das so Kiwi-Samen oder was ist das? Dieses hochglänzende Lippenöl ist mit echten Kiwi-Fruchtsamen, siehst du wohl, angereichert und damit ein echtes Pflegewunder. Zart wie ein Gloss, ohne die Lippen zu beschweren und intensiv pflegend wie ein Lippenbalsam zugleich. Schön. Ich habe die Farbe 002. Riecht künstlich, ne? Also es ist hier so ein Applikatorfüßchen. Trage ich mir mal auf. Lippenöle mag ich gerne. Ja, damit kannst du halt auch übermalen und es passiert einfach nichts, ne? Okay, da muss ich schon nochmal reingehen. Das soll dann besonders natürlich sein. Kennt man gar nicht so von Trended Up, oder? Diese natürliche Reihe. Ja, meine Lippen fühlen sich schön an. Da ist nichts, was jetzt glossy-mäßig kleben würde. Das ist jetzt einfach nur gepflegt. Doch, das mag ich. Das finde ich klasse. Das mag ich gerne. Nein, das ist gut. Und damit haben wir schon eigentlich das sechste Produkt, wenn man ja im Prinzip, die haben ja derbe einen rausgehauen, was ist denn hier los? Krass, also du hast die Karten, du hast den Lippenbalsam, du hast das Lippenöl, du hast den Highlighter, du hast das Vitaminspray, du hast dieses Lovely Peach Cremeschaum und dann ist hier noch was zu essen drin und zwar nicht nur ein Riegel, sondern gleich eine ganze Packung von diesen, krass, Kellogg Raw Fruits Nuts and Oats. Das sind halt so richtig, ich habe das auch schon mal gegessen. Bei den Temperaturen jetzt gerade sieht es mir nach, aber habe ich keinen Hunger. Ich schmelze hier vor den Lichtern nahezu vor mich hin. Das ist wohl ein Produkt, was Neues. Ich kann es aus der Packung rausnehmen, denn das werde ich mir heute Abend dann auch mal, wenn es ein bisschen kühler ist, gönnen. Jetzt gerade haben wir 17,44, also es ist noch richtig warm hier. Da sind drin 4 Stück. Und so schaut das aus. Du hast hier richtig auch so Kürbiskerne und so. Also das sieht super, super lecker aus und das ist es auch. Ich hatte das auch mal irgendwo in der Box halt wirklich nur als Einzelriegel mit drin. Und das finde ich echt nett. Ne, mit Erdnüssen ist das und allen möglichen leckeren Gedönsen. Hafer, ja. Ne, finde ich cool. Apfel soll da auch wohl mit drin sein. Doch, doch. Das wird nachher, wenn es ein bisschen kühler ist, gegessen. Aber jetzt gerade echt nicht. Und ja. Das war jetzt tatsächlich die Box, aber meine Herren, haben wir hier viele krasse Produkte drin, oder? Ich finde das unfassbar. Ich weiß jetzt nicht, ob man auch andere Versionen von der Box hätte haben können. Manchmal haben die das ja. Guck mal, bei Trended Up, ja, hätte man unterschiedliche Sachen haben können. Man hätte ein Duo Eyeshadow haben können, das Lippenöl, was ich habe, oder ein Color Lip Tint. Also das sind die drei Auswahlprodukte, die man hätte haben können. Ansonsten sieht es so aus, als wären die anderen Sachen identisch vom Inhalt her. Aber sage Lütgen, ich sage euch das, also preismäßig, wertmäßig liegen wir hier echt auf einem ganz hohen Niveau. Und herzlichen Glückwunsch, Pinkbox, die 100. Ausgabe, das ist echt heftig. Ja, ne, ihr Lieben, das war jetzt der Inhalt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!